wie sieht es bei den Uniformen, Quatsch, bei den Technikern aus? 32 überprüft, 8 repariert, 14, 5, 16, 10, 22, 5, 8, 2, 13, 7, nur so eine Auswahl. Oh, jetzt kommt er hier und will zu Switch Around gehen. Steht direkt davor, das ist cool. Das ist denn hier kaputt, ich ahne nichts Schlimmes. Stationsbremsen versagen. Oh, es hat gerade so gereicht. Eieieiei. Ich habe schon erwartet, die crashen. Aber der Speed gerade so auf unter 30. Und das ist eine. Das ist halt ein Bereich, wo es dann nicht mehr kritisch ist. Wo es im Wiki steht, ja irgendwas drin mit. Das hängt auch davon ab, wie der andere Wagen, auf den man auffährt, was der für eine Geschwindigkeit hat. Wann es halt ein Crash ist, aber. Oh, Jetski. Jetski? Das ist doch aber hier, Jetski. Und jetzt in der Wüste, ernsthaft, ein Jetski hier bauen. Ja. Warum eigentlich nicht? Haben wir irgendwo eine Stelle, wo man ein bisschen Wasser aufschütten kann? Ach gut, hier ist ja die Bahn. Könnte man hier noch was aufschütten, würde es wahrscheinlich eh nur hier lohnen. Und hier ist die Topografie ein bisschen dubios. Wenn ich das Tool hier nehme, dann zerreißt es wieder alles. Oder, oh, da brauche ich 2000 Mark, um das zu machen, krank. Da ist auch noch eine Kante. So, wir packen den höchsten Besuchswert. Haben wir eingestrichen, das ist auch schön. So, könnte man das mal machen, das Jetski. Das ist natürlich eigentlich nicht das, was ich haben wollte, die Attraktion. Ich habe eher so ein bisschen aufs Go-Kart gehofft. Und jetzt haben wir eine Attraktion, die wir eigentlich fast nirgendwo gescheit platzieren können, außer hier unten irgendwie. Komme ich da hier rum mit dem Weg? Ja. Dann machen wir einfach hier. Ach, es ist schon zu niedrig. Oh. Kann ich da einfach jetzt so hier Wasser aufschütten? Das sieht ja schon nicht scheiße aus dann, aber. Das sind die Momente, wo dann das Spiel hässlich wird. Aber wenn es nicht anders geht, dann. Ist das halt so. So, damit das einfach so aussieht, dass das so sein muss. Machen wir hier mal eine Erhöhung, die das sozusagen begrenzt. Parkseitig. An den Parkgrenzen wird das hier durch diese Schilder gehalten. Die haben so eine Kraft, die können halt immer mal hier diese Masse an Wasser festhalten. Das ist der Wahnsinn. Und damit können wir jetzt auch hier eine Jetski-Anlage anbieten. Mitten in der Wüste. Sieht komisch aus, da das Wasser zu haben, aber. Hauptsache Jetski fahren. Kann man das tunneln? Nee, ne? Kann nur auf Wasser gebaut werden. Schade. Dass das nicht geht.
brauchen wir es halt so. Hauptsache nochmal ein Knaller hier als Attraktion. Eigentlich hätten sie das Jetski, das hätten sie auch ins Bootsfahren, in den Bootverleih mit reinbringen können, aber... So, wenn die Kampagne ist beendet, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt noch eine machen. Wir haben 400 Besucher Puffer, das müsste eigentlich ausreichen. Würde ich mal behaupten. Sandra Rocker ist defekt. So, hier geht der Weg einfach unten rum. So tief wie möglich, ne? Genau. Achso, warte mal, das ist ja... eine Höhe von 1. So, jetzt können wir das Ding aufmachen. Ist zwar wieder so eine blöde Sackgasse, was man eigentlich auch nicht machen soll, wie ich ja schon mehrfach gesagt habe, aber... geht halt nicht anders. Hier kommt erstmal ein Sperrschild hin. Ein paar Bänke zum Hinsetzen und der erste fährt schon. Hier wunderschön Jetskis. Das kommt doch schon an. Jetzt die Attraktion hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass die jetzt schon so geflutet wird, haben wir natürlich ein bisschen Minus gemacht, aber ist halt so. Ja, alle Attraktionen machen Gewinn, bis auf die paar Toiletten und ein paar einzelne Fressbuden. Das ist aber akzeptabel. Warteschlangen. Geht auch. Und die Wartezeit darf man natürlich auch nie unterschätzen bei so einem Park. Gyroskop ist wieder zurück mit 22 Minuten Wartezeit. Untergrundgolf 16 Minuten. Da wird wahrscheinlich eine kürzere Warteschlange auch Sinn machen, aber es ist die so... Man könnte da jetzt natürlich noch einen Entertainer rumlatschen lassen, aber im Untergrund dann noch einen Entertainer festlegen, das muss dann glaube ich auch nicht sein. So, wo sind wir denn jetzt? 17. September. Warte mal, ich will den Leuten eigentlich mehr Freiheit geben hier. Warte mal, das Wasser suppt jetzt hier raus. Pff, liegen sie alle auf dem Trocknen. Ich baue das noch so ein bisschen hier bis zu der Toilette aus. Ihr wisst warum. Okay, Leute, na, das, ich will das, das war jetzt. So. Hier kommt natürlich mit die obligatorische Toilettenrostfarbe hin. Ne? Ihr wisst Bescheid. Was das andeutet. Und das geht dann hier einfach ins Wasser rein. Ja, okay, ich weiß, das ist wieder richtig lecker. Was ich hier erzähle. Ja, es gibt bestimmt Parks irgendwo in irgendwelchen dritte Weltländern, wo es wahrscheinlich wirklich so passiert, wo man eigentlich gar nicht drüber nachdenken will. Sitzt gerade. Naja, ich lasse es einfach. Ich will ja meine Zuschauer nicht verschrecken. Jetzt, wo ich fast 1000 Abonnenten habe, 995 war der Stand heute. Ob das im Oktober noch wird. Ich habe ja eigentlich eher damit gerechnet, dass der 1000. Abonnent erst nächstes Jahr kommt. Aber gut, wenn es dieses Jahr passiert, wäre mir auch recht. Und natürlich weiß ich, dass andere Leute, andere YouTuber in 6 Jahren ein Vielfaches machen an Abonnenten. So 1 Million, 2 Millionen.
Das weiß ich natürlich, aber überhaupt 1000 Abonnenten zu schaffen, das muss man in 6 Jahren aber auch erstmal hinkriegen. Von daher ist es in Ordnung. Aber gut, wie gesagt, die altmodischen Spiele, die ich ja teilweise spiele, die interessieren halt eher nicht so. Hätte ich wahrscheinlich vor 5 Jahren oder so GTA 6, nee, ist es GTA 6? Nee, Quatsch, GTA 5 angefangen oder Minecraft und das dann richtig eskaliert, dann würde es wahrscheinlich auch anders aussehen. Aber gut, das ist halt jetzt so, wie es ist, ne? Und mir macht es trotzdem noch Spaß. Wollen nicht über euch genauso das Zuschauen. OpenTTD ist jetzt vorbei, das heißt, in den nächsten Wochen wird die Aufnahmesituation ein bisschen entspannter, wobei ich natürlich auch schon wieder andere Videoideen gehabt habe. Müsste mal gucken, ob sowas dann ankommt, aber das ist noch eine kleine Planung, so als Information. So, was haben wir jetzt noch? Aufhängende Attraktion am 5. Oktober, 25. September. Parkleitung noch nicht maximal. Aber muss sie ja auch nicht. Und das nächste Level nach diesem, das konntet ihr euch ja wieder aussuchen. Ich bin gespannt, was es sein wird. Das sind ja diesmal auch wieder ein paar interessante Attraktionen, sage ich schon, Level dabei, die interessante Sachen bieten. Und, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn ihr dieses Video hier seht, diese Folge, dann ist die Abstimmung bereits beendet. Weil dann schon Videomaterial mit dem neuen Szenario im Kasten sind, ist. Aber die Idee, so eine Achterbahn als Transfer zu benutzen, ist auch nicht schlecht, ne? Also. Und da geht's mal wieder ab. Das ist einfach ein kurzer, schmerzloser Transfer. Aber was das hier für ein Streckenteil ist, das habe ich auch noch nie rausgefunden. Das sieht mir irgendwie